So, schönen guten Morgen, ein neuer Morgen in meiner Let's Showplay Welt Minecraft. Folge 155 ist dran, wir starten in den Tag. Ihr seht, ich habe inzwischen hier das Gelände etwas nivelliert, also die groben Bodenunebenheiten hier ausgeglichen, alles so in etwa erstmal auf eine Höhe gebracht und hier auch schon angefangen, diesen Mineneingang zu bauen. Ja, da wird also hier oben das etwas überkragen, überstehen. Das hier vorne wird also nach hier vorne rangezogen. Und hier so, denke ich mal, wird dann der Eingang in die Mine reingebaut. Das werden wir heute weitermachen. Dazu habe ich mir extra Schönstein geholt. Ja, der ist ja hier vorne dann sichtbar an der Kante. Die wird etwa bis ja, hier nach vorne gezogen. Und kann ich dann auch noch jeweils, wenn ich es denn brauche, kann ich sie noch weiter nach vorne ziehen. Und darüber wird halt Erde hingeknüppelt, damit das also so ein richtiger schöner Überhang wird. So, geht's hier weiter. Zack, 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 zack. Ja, einen Kanal, den ich euch eigentlich noch vorstellen wollte, beziehungsweise auch einfach mal hier einfach im Kanal, im Kommentar erwähnen wollte. Das ist der gute Pixel-Architekt. Ihr findet ihn schon in den Empfehlungen und er hat auch bei der Mitbauaktion einiges beigesteuert, interessante Bauwerke. Einmal selber hat er seine Sachen in der Videoantwort vorgestellt und bei, wo war es jetzt, auf dem Server von ich glaube, InXFan. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich da irre. Da ist ja inzwischen auch einiges zusammengekommen an Videoantworten. Da hat er auch einige interessante Sachen gebaut und eben auf seinem Kanal. Da stellt er wirklich ein paar interessante Bauwerke vor. Erklärt auch zum Beispiel in einem Video, wie man diesen Steampunk-Stil baut, der also bei Let's Rock Minecraft zum Beispiel sehr gut und sehr viel zu sehen ist, dass man da so reinfindet und selber möglichst in diesem Stil auch dann bauen kann, wenn er einem gefällt. Interessante Sache, deswegen also der Kanal in meinen Empfehlungen und einfach auch ein bisschen was Besonderes natürlich, ne? So, ich packe hier weiter Erde hin, damit das hier so ein bisschen gut aussieht. Zack, 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 zack. So. Ja, da können wir hier, zack, zack, damit das so sich anpasst. Das wird nachher noch, denke ich mal, eine steile Kante, aber damit ich hier erstmal rauf, rüber und runter hüpfen kann, packen wir das so hin. Dann wird das hier weiter. Kommt hier weiter nach vorne und hier machen wir dann zu. Ja, ein bisschen in den Boden rein kann ich ja hier schon gehen. Das passt ja. Mal gucken, drei breit, weil dann rechts und links die Pfeiler kommen. Das wird nämlich doch ein recht großer Eingang hier. Ja, habe ich noch. Jawohl, Schönstein habe ich noch dabei. Der wird dann hier rüber gesetzt. Zack, zack, zack. So, dass ich dann hier erstmal so die Kontur habe. Was mir da nicht gefällt, kann ich ja später wieder wegklopfen. No, ist ja hier nix für die Ewigkeit. So, der da. Und jawohl, hier kommt die Erde weg. Und zack, zack, zack. Genau, dann haben wir hier den eigentlichen Eingang und so, ich habe mir hier schon Holzstämme mitgenommen, dass ich hier also schön dann den Eingang setzen kann. Zack. Sollte doch drei breit sein. Habe ich jetzt eine. Ach, eine Axt habe ich nicht dabei. Okay. Machen wir uns schnell eine.
Ist ja nicht so, dass hier nicht alles griffbereit wäre. So. Danke. Ach, okay. Wir werden sie aber ohnehin brauchen, denn die Diamantaxt hier, da ist ja nicht mehr allzu viel übrig. So. Und dann. So, setzen wir den mal hier hin. Zack. 1, 2, 3 frei. Und dann kommt der zweite Pfeiler hier hin. Jawohl, so kriegt das Ganze ein bisschen Gesicht. Zack. Zack. Und zack. Zack. Und kommt da oben noch was rein. So. Schwein, komm her. Wenn du hier schon rumläufst, dann läufst du auch ein Risiko. Oder gehst du ein Risiko ein? So. Kling, kling. Ihr ahnt dann vielleicht schon, was da hinkommen soll. Muss es jetzt nur noch finden. Haben wir sie hier? Jawohl. So. Die gute alte Oh. Hüppeli-Hüpf Kürbislaterne. So, das sieht doch hier schon mal ja nach was aus. Ich denke mal, zack, so als Eingang kann man das erstmal stehen lassen. Haben wir hier noch Stein, da ist auch noch Stein, da nehmen wir uns gleich mal welchen weg. Dann haben wir hier nämlich, sollte natürlich so, zack. Zack, aus der Felswand direkt herausragen. Zack, 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 zack. So, kriegen wir das hier dann so hin. Fels drüber noch. Na komm schon, zack, zack und zack. Zack, 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 zack. Jawohl, dass man hier die schön die Kante hat. Hier könnte ich eigentlich mal ein bisschen Cobblestone verballern. Im Endeffekt eh Erde wieder drüber. So. Ja. Jo. Denk mal, das können wir uns gleich mal von der anderen Seite aus angucken. Das dürfte recht gut aussehen. So, zack, 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 zack. Und du kommst wieder weg, du kommst wieder weg. Ich denke mal, das kann man so erstmal lassen. Hier, zack, 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 zack. Das kommt noch weg. Da kommt dann auch noch schön Stein rein. Also Felsen. Na, richtig Ugestein. Ja, so erstmal so. Denke ich mal, passt das. Das kann man nachher noch richtig schön ausarbeiten. Ich kümmere mich aber erstmal kurz um meine Stimme. So, das wäre erstmal der eine Mineingang hier so hingesetzt. Da wird dann natürlich hier in das ausgebaut, dass man da also gut runterkommt, denn da müssen ja doch ganze Scharen von Arbeitern hoffentlich in die Mine einfahren. So. Ja, um hier ihr Tagewerk bzw. Untertagewerk zu verrichten. Und ich denke mal, in der Form werde ich dann auch den anderen Mineneingang bauen. Der ist hier, genau, der muss nämlich auch erstmal hier weiter rausgebaut werden mit Schönstein. So. Zack, zack. Ja, dass das hier. Der wird hier ein bisschen weiter nach vorne gezogen. Auch wieder. Ich muss hier hin.
Eventuell, jawohl, ich denke mal. Entschuldigung, scharf. Zack. So, ja. Und Schwein. Und es wird ja bald wieder dunkel. So, dann platziere ich mir hier einfach mal noch so die eine oder andere Fackel. Einfach mal ein bisschen. Ohne dass sie jetzt besondere Bedeutung hätten. Die sollen hier einfach nur ein bisschen hell machen, ne? Hier haben wir Cobblestone. Der kommt noch da und dahin. Dann kann ich nämlich auch hier wieder zack, zack. So, die Treppe markieren. Ja, ich denke, das wird, das wird, das wird. So, zack. Es ist Zeit, sich aufs Öhrchen zu hauen. Entschuldigt, wenn ihr mich gerade schlürfen gehört habt. Kleiner Moment mal bitte. So, jetzt läuft es hoffentlich wieder besser. Jawohl, wir haben ja noch Tag. Und genau, wir hatten ja hier den Höhleneingang fertig und ups, ja, okay, nehmen wir mal keine Rücksicht drauf, beziehungsweise zack, nehmen wir einfach mal ein Brötchen. Das hilft bei solchen Sachen. Genau, dieser Höhleneingang hier, oder Stolleneingang vielmehr, den hätte ich gerne auch ein Stück tiefer, dass der hier mehr auf der Grundebene liegt. Deswegen greife ich jetzt hier zur Spitzhacke. Mal so hoch. Okay, so. Die Ebene werden wir hier nehmen. Das hier alles rausmeißeln. Dann haben wir nämlich auch gleich wieder Kobbelstein, den wir dann schön brennen können zu Cleanstone, um halt hier die Decke noch zu verstärken. So, auch dieser Eingang. Dreie breit, also drei Blöcke breit. Denn, jawohl, jetzt ist die Spitzhacke weg. Aha, kein Problem. Hatten wir ja gerade das Thema, dass wir uns da einfach eine neue machen können. Moment, immer habe ich jetzt hier noch. Genau, ich schau mal, dass wir einfach hier schon dann schon mal 3, 4. 1, 2, 3, frei. Den da. Ups, müssen wir. Nee, klopfen wir nicht mühsam weg. Da machen wir uns einfach schnell eine Eisenspitzhacke. Ich sollte mir eine Workbench irgendwo da unten in Reichweite stellen. Dass ich nicht immer hier zurücklaufen muss zur Minecart-Station. Zack, so. Gleich mal gucken, brauchen wir vielleicht noch anderes Werkzeug. Spitzhacke haben wir. Schaufel. Schaufel. Ha. Ist doch immer mal gut. Wenn man nachguckt, ne? So. Schere können wir erstmal wegpacken. Damit sollten wir erstmal wieder ausgerüstet sein, gewappnet sein für die Arbeiten, die hier in den nächsten Minuten auf uns zukommen. So, ich wollte hier ja den Mineingang hinsetzen. Zack, da muss es weg. Und das muss auch weg. Und dann kommen hier 1, 2, 3, 4 hin. Zack, zack. Darunter kommt dann die Kürbislaterne. Packen wir uns auch noch ein. Und wie kommen wir da hoch? Hier rüber kommen wir da hoch. Zack, zack. Da erstmal Kobblestein einfach reingedrückt. So, denn das wird ja noch aufgebaut. So, und wir haben was drüben, genau, jeweils einen rein. Und dann hier, zack, zack. Zack. So. No, das nimmt hier dann auch so langsam Form an. So. No. Haben wir hier noch. Hier haben wir noch Stein. Gehen wir den da einen hoch? Nee. Den setzen wir jetzt hier dazu rein, die Decke zu machen. So, die kann hier nämlich gleich einen tiefer. Na, das muss ja tragen hier die Felsdecke. Wenn da
das dann innen zu einer größeren Kaverne wird. Das passt dann schon. So, und hier haben wir dann weiter raus. Ja, der Mineneingang deswegen 3 Blöcke breit, weil ich überlege, hier eine Minecart-Strecke in die Mine hineinzubauen. Also das Minecart wirklich mal da einzusetzen, wofür es eigentlich gedacht ist, nämlich in einer Mine hier die Arbeiter und das Material raus, rein und raus zu schaffen. Na, der Hals steigt schon wieder ein bisschen. Schauen wir gleich mal. Kümmern wir uns auch gleich drum. So, plus. Ich bin nur gerade erstmal hier ange... Entschuldigung. So, hab ja nur gerade hier mal angefangen. Ist halt noch Vormittag, da muss die Stimme erstmal noch ein bisschen warm gequatscht werden, habe ich manchmal den Eindruck. So, na, das ist hier schon so die Richtung, in die ich möchte. Zack. Na, so, Schönstein haben wir keinen mehr, deswegen holen wir uns erstmal hier ein bisschen Schinken. Der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein. Na sowas. Frechheit. Und dann, zack, schmeißen wir hier, da haben wir noch Fleisch, schmeißen wir eine Ladung Kobbels in den Ofen und schauen wir mal, was wir hier noch haben. Rote Wolle, gelbe Farbe, das wir nämlich weitermachen. Zwar mal Holztreppen, die können wir mal einpacken. Das war nämlich hier ein bisschen weitermachen. Jetzt hat, ach manchmal, ich habe doch hier in der Truhe auch so ein paar Sachen at hand immer. Genau, Glas stecken wir uns ein bisschen ein. Ach, hier haben wir noch, hätten wir noch Stone gehabt. So Sandstein, Stone Slabs. Ja, und hier haben wir noch, genau, Wood. Dann können wir nämlich auch schon mal anfangen, hier unten die Hütte des Holzfällers hier auf der Ecke zu bauen. Na, die ist ja auch da geplant. Hier schauen wir erstmal, hier haben wir nämlich auch noch einen Ofen, da können wir auch noch mal Kobbels reinschmeißen, dass daraus Schönstein wird. Und ach ja, Ziegel sind uns hier ja ausgegangen. Und da wollte ich ja sowieso überlegen, ob und was wir hier anders machen. Siehst du, Wolle hätte ich mir mitnehmen sollen, können, dürfen. Einmal weiße Wolle, dann einfach für die Wand dort. Und dann schauen wir mal weiter. Habe ich hier wirklich nichts mehr? Nee. Keine Ziegel, müssen wir uns für oben, achso, für die Decke oben wollten wir uns ja sowieso etwas einfallen lassen. Na, das wollten wir ja eigentlich gar nicht so mit Ziegeln machen, sondern anders lösen, anderes Material dort einsetzen. Zack, 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 zack. Hier setzen wir erstmal weiße Wolle rein, damit das hier schön hell wird. Ja, wenn es denn beleuchtet wird. So. Und der Mann hier kann sich das ja schließlich leisten. Ja. Ja. Und die weiße Wolle können wir doch gleich auch mal hier oben reinklopfen. Nämlich als Decke hat sie auch den Vorteil, dass der Raum schön hell bleibt, wenn er beleuchtet ist zum Beispiel. Na, und so, komm schon, Kiste. Zack. Genau, hier sollte ja auch die auch noch eine Decke eigentlich drauf. So. Zack, 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 zack.
Zack. Zack. Okay, da mit der Wendeltreppe, da habe ich auch schon eine Idee, dass das gut aussieht. So. Wachs, komm schon hier. Wupp, wupp, wupp und wupp. Habe ich die Zäune dabei? Ja, sehr schön. Denn hier machen wir so als. Na? Dass die Wendeltreppe hier gut aussieht und schwuppliwupp. Ja, ein bisschen dunkel ist es hier. Das heißt, hier wird dann einfach mal eine Kürbislaterne noch reingesetzt. Na, damit das auch schön beleuchtet ist. Ja, ich nehme ja lieber die Kürbislaternen als Glowstone. Das wäre natürlich auch eine Sache. Habe ich den aber überhaupt hier? Ne, den müsste ich mir erst holen. So. Ach, wird schon wieder dunkel. Dann hauen wir aber schnell unten mal die Kürbislaterne rein. Dann können wir gleich ihre Wirkung, ja, beurteilen. Und zwar Grinseface nach außen. Ja, damit beleuchtet sie mir einerseits hier ein bisschen die Terrasse, so den Eingangsbereich und eben hier diesen Teil. Innen. So, das sieht doch schon mal schön aus. Zack, da noch eine Fackel hin. Da noch eine Fackel hin. Da noch. So. Und wieder mal aufs Ohr gehauen. So, dann geht's ja hier gleich in den dritten Tag. Dritte Tagesschicht. So, ich schau mal. Haben wir hier in den Öfen. Oh, da haben wir doch schon Schönstein. Und dann müsste unten auch schon welcher verfügbar sein. Zack, da, zack, 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 zack. Das war nämlich. Ja, das ergänzt sich doch wunderbar. So, haben wir hier erstmal noch was zu tun? Ja, da kommt noch. Zack, zack, Wolle rein. Und eigentlich könnte man die hier, müssen wir auch mal gucken, was da weg kann und durch Wolle ersetzt werden kann. Das sieht mir doch gut aus. Die Ziegel, die kann ich nämlich hier natürlich an anderer Stelle sehr gut gebrauchen. Deswegen klopfe ich die hier wieder raus. Auch wenn das lange dauert. Zack und zack. Ja. So, damit. Haben wir das hier erstmal soweit? Fackel hin. Das sieht doch schon mal nach was aus. Hier, die kann ich nicht wegnehmen, weil die ja die Treppe hier oben bilden. Na, so, da haben wir noch einen. Und hier haben wir eben einmal schon abgeteilt. Das heißt, der hier könnte dann auch weg, weil ich ja dann hier schon auf der Höhe bin. Das sieht doch gut aus. Zack, zack, kriegen wir das so hin, dass ich da dann drunter. Ne, der hier muss weg. Damit ich drunter durchkomme. So, dann haben wir hier ein Fenster, wo man rausgucken kann. Das sieht doch schon. Ja. Kann man doch schon so anbieten. Mit der Ecke, mit der Nische hier, muss man sich vielleicht noch was einfallen lassen. Das hat aber soweit doch hier schon Gestalt. No. Dann können wir mal gucken. Bleibe ich hier unten so schmal, wenn ich die Wand hier lang weiterziehe? Das bietet sich fast an. Sieht aber irgendwie nicht so dann aus. Ich würde mal fast sagen, dass ich das einmal hier so lasse. Dann hat man hier einen schmalen Eingang ins Arbeitszimmer und hier das so rausgehen lasse. Habe ich nämlich da noch mal Platz für ein schönes Fenster. So. Und hier müsste man. Na, da kann ich auch noch eins hinsetzen. Und hier. Und hier. Ja, dann hat man nämlich hier schön, dass die Passage
Das hat doch was. Dann machen wir uns noch die Trittplatte. Machen wir die aus Holz. Ja, machen wir aus Holz. Einfach als Kontrast hier zum Boden. Zack, dass hier also auch schön fleißig in die Tür aufgeht. Und hier kommt also das Arbeitszimmer hin. Ja. Ja, vielleicht haue ich hier sogar auch noch Glas rein. Zack, da kommt auf jeden Fall noch einer hin. Ziegel brauchen wir also noch. Und ja, na, hier so der Schreibtisch mit seinem Sessel. Und dann zack, und hier da drüber dann eben die Wohnetage, wo er sein Schlafzimmer hat. Badezimmer vielleicht noch. Das passt dann doch schon. Das entwickelt sich doch. Das sieht doch gut aus. So, dann zack, hier Holz und... Ja, ouch, ich weiß. Graben wir hier mal so weit ab. Denn hier soll ja... Schaf, du störst. Ja, hier kommt ja dann das Haus des Holzfällers hin. Richtig schön natürlich. Auch hier aus dem vollen Material gebaut. Ja, der Mann kann sich das ja schließlich leisten. So, Holzfußboden kommt rein. Hier haben wir die Wände. Na komm schon. Drücken wir einfach da noch. Dann kommt der auch raus. Ja, mit der Fläche. Grundfläche hier muss ich mir mal überlegen. Die sollte ja schon groß genug werden. Braucht aber nicht zu groß sein, weil ich ja dann hier auch wieder in den Berg reingehen kann. Wieso habe ich denn hier eigentlich Holz hingesetzt? Eigentlich brauche ich es doch da nicht, sondern nur da. Da sieht man es nämlich. Ich würde das fast schon bis hier oben zur Ecke hinziehen. Das ist ja dann doch eine ganz schöne Fläche. Beziehungsweise so weit, dass also hier dann die Ecke ist. Und das passt auch dann halbwegs mit der oberen Etage. So von der Höhe her, ne? Die Schicht hier kommt noch weg. Das wäre dann hier die Decke, die neue. Und die passt gleichzeitig als Fußboden. Ja, machen wir das mal so und markieren uns das hier einfach mal schon. Zack. 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 Na, ja, dass man da das schon hat. Und ziehe ich mir, ja, der gute Mann zieht sich hier eine Holzdecke rein, ganz klar. Na, no, drei bleiben frei und hier kommt dann die Holzdecke hin. So, damit haben wir es hier auch schon mal in grundlegend, sage ich mal, angelegt. So, der darf seine Eingangstür natürlich nicht hier direkt zum Bürgermeister haben, sondern der hat sie hier. Und jawohl, hier passt das auch. So, mit dem Raus- und Reingehen. Na, eventuell ziehe ich die Front hier auch einfach noch einen rein. Damit hier der Weg ein bisschen breiter ist. Das hört sich vielversprechend an. Das machen wir mal. Dass wir zwar hier den Pfeiler haben. Auch einfach als Abschluss hier für die Palisade. Dann aber... Na, nicht. Da die eigentliche Hausfront haben. Ja, und hier können wir es runterziehen oder lassen wir den Weg hier oben? Überlege, komm, mein Tiger, stärk mich. Denk. So. Stone.
Zack. Das ist hier die Treppenstufe, das ist ein halber. Das ist einer, dann kann ich hier schon auf ganze Höhe gehen. So. Ja. Dann zack, zack, zack. Hat er hier auch seinen kleinen Vorplatz, sage ich mal. Und dann passt das auch hier mit der Tür hin. Kann man dann auch mal ein Fenster dazu setzen, rechts. Na, hier so rein. Ja, doch, ich denke mal, das wird. Den brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. So, hier kann man dann schon raushauen. Die Erde. Dass wir hier Platz kriegen für den Innenausbau. So. So. So, das wird doch. Ich glaube, das wird mir gefallen. So. Oh, berühmte letzte Worte eines Architekten. Da fällt mir gerade was ein. Aber das soll uns ja hier in Minecraft nicht passieren. Genau. Haha. Fackeln ran. Ein bisschen, damit das hier nicht gesprengt wird. So, dann. Hier habe ich Holzstufen. Die brauche ich später noch. Slabs. Ein bisschen normales Holz brauche ich, damit ich jetzt hier den Boden legen kann. Oh ja, es wird schon so langsam dunkel. Der Tag neigt sich also dem Ende zu. Und die Stimme wird auch wieder ein bisschen rau. Ja, also ein passender Zeitpunkt, hier die Aufnahme zu beenden. Schauen wir uns das nochmal an. Na, ich denke, das wird vom Grundriss her, wird das hier passen. Hier unten eine Etage rein, dann oben das Dach offen und vielleicht zweite Etage drauf. Hier haben wir auch schon das soweit von den Grundzügen her angelegt, dass wir hier eben die zweite Ebene haben. Ja, damit zack, 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 zack. Heim ins Bettchen, ins Heierbettchen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal weiter, ne? Beim nächsten Mal wieder. Ja, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, gebt Daumen hoch, ihr kennt die Sachen ja. Und ja, wir sehen uns dann weiter in der Folge 156.